Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich für dich den Look-Fantastic-Adventskalender. Das ist dieser hier. Der ist ganz schön schwer und der hat auch ein bisschen gebraucht, um zu mir zu finden, aber nun ist er da. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender konnte man sich für 95 Euro als Nicht-Abonnent holen und als Abonnent, ich glaube, für 80. Und der soll aber ein mega Kravum, Kravem, Krabalabam Wert beinhalten, wie das halt immer bei Look Fantastic der Fall ist. Wir haben hier wieder unsere bekannten Geschichten. Also, dass man hier quasi die einzelnen Schubladen rausziehen kann und da dann die Produkte drin hat, kann man super weiterverwenden. Ne? Ist halt super hochwertig. Ich finde das Schwarz relativ traurig, um ehrlich zu sein. Also ich fand das Blau-Gold war das, glaube ich, letztes Jahr deutlich schöner. Das ist jetzt eher männlich. Also wenn ich den Adventskalender auch weiter befülle, wird er dann wahrscheinlich auch zu einem Mann wandern. Und ja, wir haben hier 25 anstatt von 24 Türchen, weil es ist England. Und die haben noch den 25. mit dabei, was sehr cool ist für uns. Damit mein Arm nicht abfällt, habe ich ihn nun mal in den Hintergrund gestellt. Ja, genau. Also, auf den Glossybox Adventskalender warte ich immer noch. Wir haben heute den 31.10. Happy Halloween übrigens, Leute. Safe wird er nicht mehr bei mir eintreffen, oder? Nervt mich minimal. Solange mir das Geld erstattet wird, ist mir das egal. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ganz ehrlich. Aber egal. Wir gucken jetzt mal in den Look Fantastic Adventskalender, denn der ist jetzt da. Die Nummer 1 ist die einzig goldene Schublade, die sich in dem Adventskalender verbirgt, um auch wirklich jedem zu zeigen, hey, hier darfst du anfangen. Das ist alles so eingepackt in Seidenpapier und hier haben wir etwas drin von Natasha Denona. Das ist das Blush Glow Duo. Das ist sehr, sehr hübsch. Übrigens wird es in diesem Video auch eine Verlosung von 5 Produkten geben. Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir am Ende des Videos. Das weiß ich nämlich noch nicht. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Das habe ich mir tatsächlich letztens selber schon auf Look Fantastic bestellt. Deswegen habe ich es da und kann euch das einfach mal zeigen. Wir haben einen Highlighter und einen Blushlighter hier drin. Und das ist wirklich schön. Also Natasha Denona hat wirklich eine ganz schöne Qualität. Sehr erwachsen. Und das mag ich gerne. Das sieht hübsch aus, ne? Also der Highlighter knallt tatsächlich ziemlich und der Blushleiter, der toppt dir einfach jeden Blush auf. Sehr subtil, wie gesagt, also der Blushleiter, ne? Aber das ist ein Blushleiter halt auch normalerweise und der Highlighter, der ist schön, richtig, richtig schön. Wir haben hier eigentlich meistens riesengroße Schubladen und dann winzig kleine Produkte, die sich da befinden. Dieses Mal hatten wir jetzt in der Nummer 2 ein Produkt, was ich leider etwas reinquetschen musste. Hier haben wir einen Pinsel von Luxie oder Luxi. Mag ich unfassbar gerne. Die ergeier ich mir quasi durch die Look Fantastic Boxen und durch die Glossy Boxen, weil es die halt dort immer mal wieder drin gibt. Die sind sehr, sehr gut von der Qualität. Hier habe ich jetzt den Tapered Highlighter Brush in der, also 522 ist da die Bezeichnung. Den müsste ich sogar schon haben, aber ich finde ihn großartig. Deswegen wird er auch safe bei mir bleiben. Ich meine, ich habe mir den Adventskalender ja auch von meinem Geld gekauft, dann darf ich das ja auch so entscheiden. Finde ich übrigens richtig cool, dass wir den Pinsel in der 2 drin haben, wo doch schon in der 1 der Highlighter drin war, oder? Was wären wir ohne Pflege in dem Look Fantastic Beauty Adventskalender? Und was wären wir natürlich ohne Molten Brown? Das haben wir auch immer wieder drin. Das ist ein Bath and Shower Gel mit Rhabarber und Rose. Das hört sich aber tatsächlich sehr, sehr angenehm an. Ansonsten mag ich die Düfte von den Molten Brown Duschgels jetzt leider nicht so ultimativ gerne. Hier haben wir enthalten 100 ml und ja, es ist einfach ein Duschgel, ne? Aber schön rosa. In der Nummer 4 haben wir ein, von Rodial, ein Dragon's Blood Cleansing Water. Das ist ein Micellenreinigungswasser mit 100 ml und mich erinnert dieser Pumper tatsächlich echt an Nagellackentferner. Finde ich ein bisschen witzig, weil da legst du halt das Pad rein und dann pumpst du, dann füllt sich halt das Pad entsprechend und dann kannst du dich damit abschminken. Micellenwasser, Achtung, Achtung, Leute, ne, immer nachher nochmal abwaschen, also nicht einfach so auf dem Gesicht lassen, weil das einfach nicht gut für die Haut ist. Und das ist halt ganz toll scheinbar. Vitamin B3 ist da auch mit drin, um das Gesicht aufzuhellen und du hast hier auch noch Hyaluronsäure mit dabei. Also nicht schlecht, wirklich. Das kannst du hier auch, steht hier nicht drauf, aber du kannst es, wenn du jetzt theoretisch diese Geschichte Driving Home for Christmas hättest, wenn man das haben darf, man weiß es nicht, könnte man sich das auch super mit in seine Tasche packen. In Deutschland hätten wir mit der Nummer 5 den Tag vor Nikolaus. Ich glaube, in England wird das nicht so
intensiv gefeiert wie bei uns, ich weiß es nicht. Hier haben wir von Mina oder 3 Ina die Nummer 532, The Cream Eyeshadow. Das ist dieser hier. Hatte ich letztens auch witzigerweise in einem anderen Adventskalender mit drin. Wird nicht bei mir bleiben, weil die Mina oder 3 Ina Lidschatten, Creme-Lidschatten leider nicht bei mir halten. Das ist echt ein kleines Problem. 2,5 ml sind hier enthalten. Das ist ein schimmernder Ton, so ein bisschen bräunlich, also braun, dunkelbraun, ein bisschen Mockerfarben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, genau. Aber halt leider kein Produkt für mich. In der Nummer 6 erwartet uns ein hochwertiges Produkt von Philip Kingsley, und zwar ein Elasticizer Therapies Deep Conditioning Treatment mit Mayan Vanille und Orangenblüte. 40 ml sind hier enthalten. Sehr, sehr teuer. Sehr, sehr teuer ist dieser Philip Kingsley mit seinen Produkten unterwegs. Du lässt es halt bis 10 bis 20 Minuten drin. Am besten so lange wie möglich. Am besten verwendet man so ein Produkt halt tatsächlich am Wochenende oder wenn man einen freien Tag hat oder am nächsten Tag einen freien Tag und du lässt es über Nacht drin. Und am nächsten Morgen spülst du dir das Kram aus und hast wunderschön weiche Haare. Aber nimm dir auf jeden Fall die Zeit, weil ansonsten entfaltet das Produkt nicht so die Wirkung, wie man das gerne hätte. Und genau, deswegen über Nacht drin lassen, morgens dann auswaschen oder halt mit einer Duschkappe abdecken. Das finde ich ja auch witzig. Ja, Duschkappen ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt, ne? In der Nummer 7 haben wir ein Produkt von Ren oder Ren Clear Skincare. Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Uiuiui, 50 ml. Ja, diese Fruchtsäuregeschichten, da habe ich ja Angst vor. Das sage ich immer wieder, weil es halt auch einfach so ist. Ich weiß, dass meine Haut das einfach nicht so gut verträgt. Ich habe letztens noch ein Serum verwendet, wo sowas mit drin ist. Und da habe ich direkt hier unterm Auge so eine wunderschöne Stelle bekommen, wo ich es echt schon wieder bereut habe. Aber ich benutze das Produkt jetzt weiter, solange ich nicht noch mehr von solchen Stellen bekomme. Soll die Stelle wohl wieder irgendwann verschwinden, ne? Und ja, genau. Genau. Und das ist halt einfach, ja, ein Toner-Serum. Ein Toner-Serum? Nein, ein Toner, genau. Man muss aber auch echt darauf aufpassen, wenn du solche AHA-Produkte oder Fruchtsäure- oder Säureprodukte verwendest, bitte nicht ganz am Anfang, jeden Tag und am besten sogar nicht mal zweimal am Tag das Produkt verwenden, sondern gewöhn deine Haut erstmal dran. Ganz sanft und vorsichtig. Deine Gesichtshaut ist das, was ja alle sehen. Du kannst ja nicht einfach einen Pulli drüber ziehen. Mittlerweile können wir uns hier zwar so einen Pulli drüber ziehen, aber auch das am besten nicht permanent, weil man möchte ja auch noch ein bisschen atmen können. Aber ja, das ist schwierig, Leute, ne? Am besten vorsichtig sowas anfangen, ne? Die Nummer 8 gibt uns ein Produkt von Iflum. Oder doch, Iflum heißt die, ne? Cleanser. Und zwar 20 ml. Das ist ein Produkt für die Gesichtsreinigung. Ja, ist doch ganz schön, ne? Einfach drauf machen, abwaschen, fertig. Und das dürfte so ein festes Produkt sein. Die werden ja auch immer mehr in... Ist jetzt hier noch zu? Ja, genau. Mega. Also ich stehe da auch total drauf. Ich habe aktuell auch eins in Anwendung, was mir richtig, richtig gut gefällt, was ich voll empfehlen kann. Verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Und ja, genau. Das hier ist dann die sehr hochpreisige Variante dazu. Die letzte Zahl im einstelligen Bereich kommt mit einem... Ja, wirklich sehr klein, schmalen Produkt daher, also die Nummer 9. Und hier haben wir drin Diego de la Palma 01, ein Eye Pencil. Leute, warum packt ihr alle Kajalstifte mit in die Adventskalender? Diego de la Palma ist echt eine Marke, die ich gerne mal ausprobieren wollte. Aber Leute, warum muss es immer ein schwarzer Kajal sein? Das ist echt Overload hier. Yay! Die Nummer 10 kommt nämlich mit einem meiner absoluten Lieblingsprodukte. Rituals. The Ritual of Sakura Celebrate Each Day Body Scrub. Sehr geil. Mit, Organic Rose and Cherry Blossom. Nein, Organic Rice and Cherry Blossom, genau. Mit 125 Gramm. Ah, es ist toll. Das finde ich so toll. Das ist so toll. Es ist auf Zuckerbasis, dieses Peeling. Es ist richtig schön für meine Haut. Meine Haut mag es. Und hier steht auch irgendwas mit It is your passion, bla bla bla, Happiness, bla bla bla. Claudia wird es lieben, bla bla bla. So in der Art steht es hier drauf. Riecht man jetzt hier nicht durch, aber ich werde es ja safe verwenden. Deswegen kann ich es aufmachen. Ich liebe diesen Duft von Ritual of Sakura, Leute. Nom nom nom. Ne? Es ist schon scharf, Leute. Es ist richtig scharf. Und ich freue mich gerade wie ein kleines Kind darüber. Richtig, richtig, richtig geil. Cool, dass es mit drin ist. Feier ich hardcore. Kirschblüte ist so ein toller Duft, Leute. Es ist unfassbar für mich. Okay, jetzt haben wir die erste Schnapszahl, die Nummer 11. 10 Lux Super Glow Hyaluronic Self-Tan Serum. Ei, okay.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin sind. Steht jetzt gar nicht so wirklich hinten drauf. Hallo. 10 Milliliter. Okay. Du machst 4 bis 12 Tropfen direkt auf deine Haut. Dann massierst du das mit deinen Händen auf das Gesicht ein. Am besten die Augenpartie aussparen. Aber dann stelle ich mir vor, dass man die Augenpartie dann irgendwie so mega heller hat. Dann sieht man aus wie ein Panda, Leute. Additional Drops will increase depths of color. Also je mehr du verwendest, desto dunkler wird natürlich dein Hauttint, ist klar. Und ja, so oft wie möglich drauf machen. Mit weiter wandern. Die Nummer 12 ist normalerweise ja so Halbzeit, aber in diesem Adventskalender werden wir die Nummer 13 zur Halbzeit ernennen. Hier haben wir von Illa Maska ein Loaded Lip Polish. Und zwar scheint das ein schöner Mauve-Ton zu sein. Das sieht man nämlich hier unten. Davon habe ich jetzt tatsächlich schon einige da und deswegen werde ich den hier nicht behalten. Oh, man sieht es sogar an der Seite. Genau, und das ist wohl ein Liquid Lipstick, der ist ja auch noch komplett verschlossen, deswegen lasse ich ihn auch zu, werde ihn jetzt nicht öffnen. Ich finde es persönlich sehr, sehr schön, dass wir hier nicht so ein klassisches Weihnachtsrot drin haben, wie das, was ich jetzt zum Beispiel auf meinen Lippen trage. Und ja, finde es sehr, sehr gut, dass es auch so ein tragbarer Ton ist. Genau, hier haben wir drin 1,5 Milliliter. Ich weiß nicht, ob das eine Full Size ist. In der Nummer 13 haben wir eine Schlafmaske von Glove. Leute, ich habe hier den ein oder anderen Adventskalender, seht ihr hier oben im i, ausgepackt, wo ich auch Schlafmasken drin hatte. Deswegen, ja, die brauche ich nicht. Genau, die scheint aber sehr schön und sehr hochwertig auszusehen und sich sehr schön weich anzufühlen. Aber da habe ich tatsächlich schon deutlich andere, die ich auch verwenden kann im Multi-Use-Bereich, um das mal so zu sagen. Und eine Schlafmaske brauche ich persönlich eigentlich nicht in meinem Adventskalender. Wenn es eine Maske ist, die für andere Dinge zweckentfremdet werden kann, ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die ich cool finde. In der Nummer 14 haben wir ein Produkt drin, was wir so oder so ähnlich eigentlich jedes Jahr im Lookfantastic Adventskalender drin haben oder auch in anderen Adventskalendern. Da habe ich von Elemis die Pro Collagen Oxygenetic Night Cream. Das ist ein sackenteures Produkt und ich freue mich sehr, dass es drin ist, Leute. Ne? Denn dafür sind für mich Adventskalender da. 30 ganze Milliliter sind hier drin. Also das ist unfassbar, was hier drin ist. Ne? Das ist wow. Nicht groß, also du hast ja hauptsächlich Verpackung, aber ich finde es schön. Es ist eine Anti-Falten-Nachtcreme und das wird echt teuer sein. Ich schätze allein bei diesem Tiegel, keine Ahnung, 100 Euro oder so, voll krass. Ja, dieses Jahr scheint das Jahr der Vitamin-C-Seren und AHA-Peeling-Geschichten zu sein. Hier haben wir von eCooking ein Vitamin-C-Serum, das dir Feuchtigkeit geben soll, Fresh and Bright Skin Tone und ja, 10 Milliliter sind hier enthalten. eCooking ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, deswegen wird es auch ein sehr hochpreisiges Produkt sein. Ne? Aber Vitamin C und ich, wir sind noch nicht so die besten Freunde. Die Nummer 16 beinhaltet ein riesengroßes Produkt von This Works. Ich liebe das Deep Sleep Pillow Spray und jetzt gibt es den oder das Deep Sleep Body Cocoon. Das ist 100 Milliliter hier drin und das ist eine Körperlotion, die du dir dann wahrscheinlich kurz vorm Schlafengehen drauf machen sollst, um besser schlafen zu können, oder? Multitasking Beauty Deep, nein, Beauty Sleep Savior for Better Nights and Brighter Mornings. Ganz genau dafür ist es. Das finde ich cool. Also du machst es dir als Bodylotion einfach drauf und da ich abends dusche, kann ich es sehr gut abends verwenden. Dann werde ich vielleicht etwas müder. Und das riecht halt voll nach Lavendel, ne? Lavendel ist echt nicht jedermanns Sache. Das riecht auch so ein bisschen nach Sandelholz oder so. Dieses Orientalische, würde ich jetzt einfach mal so sagen, riecht so ein bisschen wie ein orientalischer Laden. Ich will jetzt nicht sagen, was ich denke, aber so riecht das tatsächlich und so wirst du dann auch riechen. Ich muss mal gucken, ob ich das wirklich mag. Schon sehr intensiv. In der Nummer 17 haben wir ein Produkt, was zusätzlich noch in Luftpolsterfolie eingepackt ist, wo ich mir persönlich denke, alles klar, es schreit, ich bin teuer. Was ich übrigens ein bisschen vermisse, ist, dass wir hier keine Beipackzettel haben, quasi, was drin ist. Ne? Das heißt, das werden wir uns raussuchen dürfen. Mache ich sowieso ja meistens, um das nochmal nachzurechnen. Und ja, hier haben wir ein Produkt von Omorovicha. Und zwar Silver Skin Savior. Das ist auch, glaube ich, sehr teuer. 15 Milliliter von dem SOS-Agenten sind hier drin. Ja, und da steht halt echt nicht bei, was da drin ist, ne? Also, oder was es machen soll. Das soll einfach nur dein Gesicht helfen, deinem Gesicht helfen. Omorovicha kommt aus Ungarn und ja, keine Ahnung, ob das eine Creme ist oder ob das ein Serum ist. Ich denke, dass es eine Creme ist, so eine Art Tagescreme, oder?
weil wir hatten eine Nachtcreme, wir haben Serum drin, dann ist es bestimmt eine Tagescreme. Wir befinden uns in der Weihnachtswoche, wo wir so die letzten Weihnachtsvorbereitungen treffen, den Tannenbaum kaufen und die letzten Weihnachtseinkäufe tätigen werden. Und hier haben wir von Sleek den Hydrating Primer, der die Feuchtigkeit spenden soll mit 20 Millilitern. Und Sleek ist ja so eine typische Marke, die man in Glossy und Look Fantastic Beauty Boxen findet, weil das ist ja so eine englische Marke, eine englische Drogeriemarke, die gibt es ja dort zu kaufen, wie hier Essence und Catrice, sage ich mal. Und ja, der soll halt einfach Prime. Finde ich aber gut, ne, dass dieser Primer Feuchtigkeit spenden soll. Das ist voll mein Ding. Wir haben in der Nummer 19 ein Produkt drin von Anastasia Beverly Hills. Lash Break Volumizing Mascara mit 5 Millilitern. Ich glaube, die hatte ich dieses Jahr schon in einem anderen Adventskalender drin. Na, das wäre natürlich sehr schade, weil ich feiere es, dass Anastasia Beverly Hills hier drin ist. Aber wenn das halt die gleiche Mascara ist, wie das, was ich jetzt schon hatte, ist es echt schade, ne? So schaut die aus. Ich muss das nachher mal nachgucken und dann kann ich entscheiden, ob ich die behalte oder eben nicht. Das wäre jetzt super ärgerlich, wenn die sich nicht abgesprochen haben, ne? Aber es ist schon geil, dass hier ein Produkt von AVH mit drin ist, oder? Ich feiere das schon so sehr. Ha. Ihr macht mich fertig, Leute. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Wir sind bei der Nummer 20 angekommen und haben hier ein Produkt von Miu. Miu ist eine Marke, die gehört ebenfalls genau wie Look Fantastic Beauty Box und auch Glossy Box zu The Hut Group. Also die gehören quasi unter einen Deckel. Und das ist die 2-in-1 Wash and Mask. Das ist eine Geldusche und Maske in einem. Und das kannst du für den Körper verwenden. 30 Milliliter sind hier enthalten. Ich weiß nicht, ob ich eine Körpermaske brauche, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Und einen Cleanser brauche ich eigentlich auch nicht für den Körper, weil da habe ich ja, oder das ist ja quasi Duschgel, ne? Duschgel, ja, Cleanser, passt. Also ich brauche ein Duschgel, natürlich brauche ich Duschgel. Ach so, du lässt es auch nur 2 Minuten drauf, ja gut. Aber eine Ganzkörpermaske finde ich wirklich sehr interessant, um das mal so zu sagen. Nicht fürs Gesicht verwenden. Und was soll das machen? Einfach nur Clay Away Body Cleanser. Dann ist das mit Lehm. Oh mein Gott. Ja gut, das wird dann halt wirklich die ganze Haut porentief reinigen. Und wenn das halt als Maske verwendet wird, dann hast du ein so ein Pöttchen oder Tübchen und hast es direkt aufgebraucht, oder? Ganz ehrlich. Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, wir hätten hier einen alten Bekannten in der Nummer 21. Und zwar dachte ich, dass es von Filorga die Mesomask wäre. Nein, es ist dieses Mal der Time Filler. Das ist eine Absolute Wrinkle Correction Cream. Das ist eine absolute Antifaltencreme mit 15 Millilitern. Jo, ne? Die vollkommene Antifaltencreme. Bin ich gespannt, ob die dann auch wirklich so geil ist. Aber die soll halt wirklich teuer sein, ne? Dieses Laboratories oder Laboratoire Filorga ist halt super teuer. In der Nummer 22 haben wir ein Produkt von Caudalie. Das ist ein sehr hautfreundliches Produkt, um das mal so zu sagen. Vino Pure Purifying Gel Cleanser mit 30 Millilitern und das ist geeignet für Mischhaut. Ich habe leider keine Mischhaut, ich habe eher trockene Haut. Genau. Und das ist halt eher so für Mischhaut bis ölige Haut. Und das habe ich nun mal so gar nicht. Soll aber halt sehr gut sein. Morgens und abends drauf machen und dann etwas abwaschen. Läuft. In der Nummer 23 haben wir ein Gravum-Produkt drin. Und zwar ist es von Avant ein Produkt mit 50 Millilitern. Harmonious Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das sein wird, aber ich glaube, das wird so ungefähr die teuerste Maske sein, die ich jemals in meinem Besitz gehabt habe, oder? Zumal ich hatte mal so eine Avant-Creme oder sogar zwei. Die waren, glaube ich, sowohl in der Glossy-Box als auch in der Look Fantastic-Box oder so drin. Und da hat so ein Ding 100 Tacken gekostet. Boah. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie teuer dann so eine Maske sein wird. Hier riecht super angenehm hier gerade. Rose Quartz, Hyaluronic Sweet Almond und Avocado Oil. Mega geil. Ja, und das soll Anti-Age sein. Das hört sich doch nach einer coolen Maske für Claudi an, oder? Wenn bei uns in Deutschland Heiligabend ist, ist es das nicht bei den Briten. Ne? Genau, deswegen haben wir in der 24 jetzt nicht so ein ultra krasses Produkt drin, aber immerhin dekorative Kosmetik. Lord & Barry Perfect Brow Magic Pencil Definer. Gut, es ist in der Farbe Brünett. Das wäre jetzt nicht unbedingt meine Farbe, muss ich gestehen. Ne? Ich bin ja nicht ganz so brünett, bin ja doch eher so blond. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Also hier haben wir einen Spoolie dran an der Seite. Manchmal funktioniert es dann nämlich doch. Also ich muss mal gucken, ob das eine Farbe ist, die mir passt
oder ob mir das dann zu warm sein wird. Denn normalerweise nehme ich ja auch Medium Brown oder sowas in der Art, ne? Wenn ich dann, aber wir swatchen das mal. Das sieht schon sehr, sehr hart aus. Ich bin dann eher aschiger unterwegs, aber es ist gar nicht verkehrt, tatsächlich. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Doch. Ich gebe dem Produkt eine Chance. Wir sind bei der 25. Das ist das Herzstück von dem Adventskalender. Und letztes Jahr hatten wir von Omorowicza ein Spray, glaube ich, drin. Und jetzt haben wir hier wieder eine Pflege drin. Und zwar haben wir hier von Espa 24-Hour Balancing Moisturizer. 55 ml sind enthalten. Ein sehr, sehr hochpreisiges und sacketeures Produkt. Aber ich muss euch was gestehen. Ich hatte letztens eine Gesichtscreme, das hat sich gereimt, von Espa in Anwendung. Und ich mag den Duft nicht. Ich finde den ganz gruselig. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Oh, das finde ich jetzt total schade, dass das hier drin ist, ne? Darfst du auch keinem sagen, dass ich so undankbar fast schon bin. Aber das ist, es ist halt so, ne? Das, ja. Schade. Also das kannst du dir halt morgens und abends drauf machen. Ist halt eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Die machst du über dein Serum drauf. Aber ich meine, dass ich halt genau die schon hatte. Und das, ich halte kurz meine Nase dran. Entschuldigung, da ist gerade irgendeine Tür zugeknallt. Deswegen habe ich mich kurz erschrocken. Aber wenn ich das ganz furchtbar finde, dann geht das nicht. Das riecht ein bisschen nach Kamillentee. Das geht vom Duft. Das geht wirklich. Okay. Ja, das letzte Mal hatte ich nämlich was ganz, ganz Furchtbares davon Duft hier, dass ich weiß nicht, was das sollte, aber das hat ganz, ganz, ganz gruselig gerochen. Das hier riecht ein bisschen wie eine Mischung aus Kamillentee und Thymian, hätte ich jetzt gesagt. Das riecht schon wieder gut. Gott sei Dank. Oh Mann, ich finde das immer ganz furchtbar, wenn ich die letzte Tür, das letzte Kläppchen, die letzte Box vom Adventskalender nicht mag, ne? Gut, so, immerhin, ich werde es verwenden können. 5 Produkte habe ich mir nun zur Verlosung ausgesucht. Und zwar habe ich hier einmal von Diego de la Palma den Augenstift. Dann habe ich euch die Schlafmaske rausgesucht von Molton Brown, das Duschgel. Dann Ten Luxe Super Glow, das Produkt. Und von Ren Ready Steady Glow Tonic, dieses Tonic-Wasser. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Wie fantastisch fand ich den Lookfantastic Beauty Adventskalender von 2020? Ich fand ihn solide. Ich fand ihn extrem geil hochwertig gefüllt. Also die Pflegeprodukte, die sind echt der Knaller, ne? Geil wäre natürlich auch noch, oder richtig toll wäre gewesen, wenn wir hier drin etwas mehr dekorative Kosmetik, wie zum Beispiel eine Lidschattenpalette gehabt hätten. Aber wir haben eigentlich auch ganz geile Produkte hier drin gehabt. Also ich denke jetzt einfach mal an Natasha Denona. Ich meine, hallo, richtig geil. Hier sind schon gute Produkte drin, den kann man sich definitiv angucken. Ich finde aber irgendwie, fragt mich nicht warum, letztes Jahr hat er mich irgendwie mehr vom Hocker gehauen. Bin ich pieselig, weil Lookfantastic mich letztes Mal bei diesen Mystery-Unboxing-Geschichten ein bisschen veräppelt hat? Wahrscheinlich bin ich deswegen auch ein bisschen pissed. Man weiß es nicht. Deswegen ist es jetzt natürlich auch so ein bisschen meine persönlich geprägte Meinung, die ich hier äußere. Ne? Es ist ja einfach so. Okay, ja, das war's mit meinem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!